Hallo meine Lieben, ich wollte euch mal ganz kurz zeigen oder euch einen Einblick geben in meinen Schmuck, den ich jetzt am Sonnabend in Eberswalde beim Finet verkaufen möchte. Ich habe jetzt schon ein bisschen was vorbereitet, ich bin zwar noch nicht ganz fertig, da kommt noch was dazu. Ihr seht ja, es ist schon noch ein bisschen lückig. Da kommt auf jeden Fall noch was dazu. Ich habe zum Beispiel Cabochon-Ohrringe, die mag ich total. Also ich stehe total auf die Punkte oder ganz rechts oben die Früchte. Die waren 12 mm, hier haben wir 10 mm Ohrstecker. Ich finde die in 10 mm besser, weil die nicht so groß sind. Denn die großen 12er, die hätte ich sonst immer, die ragen übers Ohrläppchen rüber und dann sieht es ein bisschen komisch aus. So, hier habe ich die Fimo-Ohrringe teilweise noch. Ganz verschiedene, die ich in den ganzen Jahren noch so jetzt noch fertig hatte oder übrig hatte. Ich mache die jetzt auch ein bisschen günstiger, weil ich jetzt auch kein Fimo mehr mache. Beziehungsweise ich schaffe es gar nicht, jetzt noch irgendwas Neues zu machen. Wenn, dann werde ich Fimo nur noch für mich machen. Oder wenn jetzt wirklich unbedingt einer möchte. So, dann habe ich mir gedacht, wir hatten damals diese, bei Titi gekauft hier diese Dosen oder diese Schalen. Hier ist mit dem Muster hier unten drauf. Und da habe ich mir gedacht, da machen wir doch mal eine so Art Wühlboxen, und zwar mit 1 Euro, mit 2 Euro, 3 Euro und 4 Euro. Das fand ich eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen haben wir gemerkt, dass wir im letzten Jahr wirklich doch total viele gekramt haben oder es geliebt haben, zu wühlen und auf ein Schnäppchen zu gucken. Und da können ganz viele verschiedene Sachen drin sein. Ich habe noch eine ältere Apfelkette oder ja, also viele verschiedene Sachen. Auch von meiner Mutti ganz viele Ohrringe noch. Das ist jetzt hier alles 1 Euro. Kann man schön durchwühlen. Auch Sachen, die jetzt vielleicht nicht mehr so ganz so toll aussehen, ganz, ganz kleine Makel haben. Die kommen auch mit rein. Hier so Fimo-Ohrstecker. Also wie gesagt, das ist jetzt alles wirklich so billig, weil ich es einfach jetzt wirklich auch verkaufen möchte und ich kein Fimo mehr großartig machen werde. So, hier kann ich auch mal durchmachen. Hier sind viele. Also so ein Blümchen noch. Finde ich auch niedlich. Auch in verschiedenen Farben. Hier mal die 3-Euro-Sparte. Ja, sind auch noch ein paar Fimo-Stecker. Und hier, die finde ich auch cool. Die sind auch von meiner Mutter. Ja, wir haben jetzt gesagt, einfach, wir wollen ein bisschen was reduzieren. Und ja, somit werden wir sehen, was weggeht oder was gewollt ist. Hier haben wir auch, die wollte ich auch mal wirklich machen mit Resin. Und hier, vielleicht gibt es da welche, die das mögen. Ja, die sind auch witzig. Die habe ich auch selber eingekauft hier. Mit so einem Kügelchen drin. Auch Fimo-Ohrringe. Hier ist nochmal ein Set. Also wie gesagt, die stelle ich auch nicht mehr weiter her. Das, was jetzt hier ist, das verkaufe ich und dann war es das. Die Leute, die fand ich auch total cool. Die Brötchen, das waren auch so einer meiner ersten Fimo-Ohrringe. Und den Torten zusammen. Ja, die finde ich auch schön. Ja, ich freue mich jedenfalls schon auf unseren Stand. Ich hoffe, dass schönes Wetter ist. Umso besser das Wetter, umso besser die Kaufkraft. Ja, und was ich dann noch sagen wollte, wer in der Nähe von Eberswalde wohnt und bei uns am Stand vorbeikommt, wir stehen in der Handwerkerstraße, und sich natürlich bemerkbar macht, dass er entweder meine Muttis Videos guckt oder meine Videos guckt, der darf sich ein paar Ohrringe aussuchen. Wert ca. 5 Euro. Das haben wir uns beide überlegt. Das wäre was Lustiges. Dann können wir auch mal die sehen, die hinter den Abonnenten stecken. Aber nur, falls ihr in der Nähe wohnt. Ansonsten werde ich euch dann nochmal ganz kurzfristig berichten. Wenn der Stand fertig ist, dann zeige ich es euch auch. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Video bei seid. Tschüss!